Hallo Leute, willkommen zu WWE Supercard. Weiter geht's. King of the Ring ist beendet. Wir gucken mal rein. Ich bin im Halbfinale 3-2-1-4. Also hier hat er nicht trainiert. Und hier hat er dann trainiert und dann hier nochmal trainiert und da konnte ich nicht mithalten. Also sein Deck war da schon deutlich besser wie meins. Er war auch die ganze Zeit Erster. Wir gucken mal auf die Herausforderergruppe. Ob er dann auch gewonnen hat. Ja, logisch, hat auch dann direkt gewonnen. Aber im Endeffekt hier eine ultra seltene Karte kriegen wir dafür. Als Swatter hätten wir eine ultra seltene und eine Unterstützer gekriegt. War eh recht spät, darum habe ich da nicht, dann auch keine, hätte ich auch keine. Ich fange einfach den Satz nochmal an. Hätte ich einfach nach dem Kampf eh nicht mehr trainiert und darum wäre ich eh nur Zweiter geworden. Und darum, wir gucken Belohnung einfordern, was es ist. Wir machen schnell. Na, Omi, ultra seltene Diva 2 und mir fällt gleich ein. Exhibition, Ladder-Belohnung in 18 Spielen. Die hauen wir da jetzt mal durch. Darum wird nicht lang geschnackt. 18 Spiele gibt's die nächste. Ich habe heute irgendwie einen Sprachfehler, weil ich bin heute echt früh aufgestanden. Wird wahrscheinlich daran liegen. Die nächste ultra seltene Diva. Zack, zack, zack. 18 Spiele sind natürlich ein bisschen länger wie die normale Videozeit, aber da müssen wir jetzt durch. Die linke Page, also die besonders selten, habe ich gerade im Deck, weil ich sie prohen kann. Und ja, mal gucken, was die nächste Diva wird. Kraft, Tempo. Vielleicht haben wir Glück und es wird entweder Naomi oder Page ultra selten. Natürlich gibt es noch ein paar mehr, aber wir drücken die Daumen, dass ich einfach mal Glück habe und das richtige ziehe. Komm, nicht lang warten. Zack, zack, zack. Codebreaker. Heute, also wenn ihr das Video guckt, läuft ja schon die nächste Event. Die nächste... Was dauert es denn so lang heute? Die nächste... wie heißt's? Ich sollte einfach nachts schlafen, ne? Die nächste, nicht Road to Glory, sondern Ring Domination. Meine Fresse, ey, was ist denn los? Aber, läuft die nächste Ring Domination. Ich bin gespannt, was es gibt. Mein Deck langt noch nicht auf episch, aber es könnte ich noch schaffen, dass es episch wird. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir 738 plus 123, meine Güte. Hat er ordentlich ausgespielt. Und noch geboostet wahrscheinlich dabei. Aber hier 503, das ist unseres. Und dann gibt's nochmal Kraft, Tempo. Ja. Sollten wir auch gewinnen. Bam Bam Bigelow, besonders selten. Loyalitätspro. Und, also wie gesagt, ich kann es noch nicht, selbst mit meinem besten Card, noch nicht schaffen, episch zu werden. Darum wäre es halt echt cool, wenn ich eine Diva krieg. Vielleicht schaffe ich aber episch, sobald ich halt in der Ring Domination ein bisschen gespielt habe, dass wir vielleicht was ziehen. Ellen! Wer sich noch an, wie hieß es? Das witzige Spiel Randall's Monday, wer das nicht gesehen hat, ist ein PC-Spiel, sollte sich's bei mir auf jeden Fall angucken, ist sehr, sehr lustig, tolles Spiel. Härte Charisma machen wir da mal rein, gewinnen wir auch gegen Summer Rae. Und machen schnell weiter, Tempo, da brauchen wir keinen Boost. John Cena mit 518... Und nochmal Diva, auch das ist egal, da geht's. Ui, er hat eine epische Page. Das ist natürlich nice, epische Diva. Das wäre cool, wenn das unser erster Unterstützer, unsere erste epische Karte auch eine Diva wäre. Aber es wird noch schwer. Wir müssen da noch einiges machen. Ja, heute läuft's. Tito Santana, schau dir es an. Wir schauen uns auch gleich mal an, ob ich ihn prohen kann, kombinierbar, Sting, nee, Tito kann ich nicht, aber sehr, sehr schick. Exhibition,
Wir spielen gegen, oh, haben die Leute alle viel Spiele? Oder ich würde eher sagen, oh, habe ich wenig Spiele. Aber tja, irgendwie kriege ich es momentan abends nicht gebacken zu spielen. Ich habe gerade, Moment. Momentan echt viel zu tun auf Arbeiten. Darum bin ich froh, die Runde verlieren wir. Ja, sogar deutlich. Ich habe gehofft, durch den Abzug kriegen sie noch ein bisschen mehr. Was? Nur 24 Stunden, irgendwas, egal. Ich will's nicht wissen. Geh weg, Infobox. Kraft, Tempo hier. Tja, eigentlich. Naja, ich nehme mal John Cena. Verlieren wir. Aber im Endeffekt für die Belohnung ist es ja egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Ja, natürlich sehe ich lieber, wenn ich gewinne, aber wir brauchen einfach noch die Spiele. Und zwar 14. Das merke ich mir jetzt mal, können wir rückwärts. Ja, guckt euch an. Hier hat sich jemand schön zusammengekauft. Wir gucken mal rein, was er so in seinem Deck hat. Mit 20 Spielen. Carlo und Randy Orton, legendär. Tag Team. Ne, dürfen die zwei ran. Seth Rollins, Randy Orton, legendär. Die gab's alle mal im PCC, ja, ich weiß. Oder in irgend halt eventmäßig. Aber er kann sich nicht erspielt haben, weil er ja erst 18 Spiele hat. Diva, Härte, Tempo. Da wäre schön, wenn ich gewinne. Er hat nur eine untrainierte Natalia. Naja, mit 18 Siegen, 15 Niederlagen kann er die noch nicht trainiert haben, die Karten. Und Einzelkraft, Tempo. Tja, oh, die Ultimate Warrior Karte sieht sehr nice aus, aber hier bringt ihm nix. Tja, Money, 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 aber man muss auch spielen. Carlo hier. So, noch 13 Runden. Ich geb Gas, ich geb Gas. Luke. Tja, will ich gegen Rock spielen, aber epischer Rock. Wäre schön, wenn es jetzt mit dem Tag Team anfängt. Lukiken. Luke Iken, wie auch immer. So, Einzelhärte. Machen wir es so. Oh, hat auch noch Booker T. Aber ist egal, wir führen 1-0. Und jetzt kommt Einzelkraft. Da kann auf jeden Fall. Ist die Frage, ob ich boosten will. Ich will boosten. Scheiße, er pumpt auf. John, du kannst das doch auch. Mach, nein. Roman Reigns gewinnt gegen John Cena. Und Diva-mäßig, da gewinnen wir aber. Also, nächster Sieg. Noch 12 Runden, falls ich richtig mitgerechnet habe. Komm, 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 gib Gas. Noch einmal ein Roman. Ich habe ja leider die Belohnung nicht gekriegt. Hier will ich gegen keinen spielen. Weil ich mich dummerweise nicht eingeloggt habe an den Tagen, wo ich nicht da war. Ich weiß, meine Logik ist heute echt bestechend. Aber, tja, ist nun mal so. Und dann ist es echt doof wegen einem Tag. Komm, du kannst doch auch aufpumpen. Nein, kann er nicht. Wir verlieren. Tag Team, dürfen die zwei ran. Das gewinnen wir. Ja, das ist halt schön, dass ich hier so ein episches Tag Team jetzt habe. Das finde ich echt gut. Wäre schön, wenn es irgendeine blaue Links geben würde. Diva, Härte, Charisma. Er hat auch die Page Pro. Da können wir wenigstens mal die Werte bewundern, auch wenn wir verlieren. Ja, haben wir auch bald. So. Ich glaube jetzt noch 11 Runden. Wir gucken mal schnell rein. 11 Runden. Uiuiui, das dauert aber. Alle so viel Spiele. Michel Ramon.
So, ja, wenn ihr das Video übrigens seht, fällt mir ein, heute Abend, Donnerstagabend, machen wir wieder Stream. Ziel ist wie immer so 7:30, 8:00. Ich werde es rechtzeitig in, oh, die connecten auch. Ich werde es rechtzeitig im Instagram bekannt geben. Schade, Diva Tag Team Tempo. Er connectet nicht, aber er hat natürlich, ja, und auch die Runde verliere ich. Weil einfach BS Pro. Ich habe ja halt meine Page drin, auch wenn ich weiß, dass sie schlecht ist, aber ich will sie halt trainieren, dass ich sie bald proen kann. Und dann ist es so. Eigentlich könnten wir danach auch nochmal. Ja, wir gucken jetzt. Ja, heute ist das Ziel, die 2000er Spielebelohnung zu holen. Alicia Fox. Was habe ich angeklickt? Ach, ich wollte schieben. Aber okay. Jetzt ist eigentlich gerade egal. Stila Nix Fan. Bitte? So. Steve Austin. Eigentlich bin ich, glaube ich, überall. Genau. Besser. Schön. John Cena, Härte, Tempo. Das gut sein. Roman Reigns noch nicht voll trainiert. Meiner ist ja voll trainiert, aber noch nicht voll veredelt. Und darum darf er auch mal alleine ran, auch wenn er dann verliert. Aber Hauptsache, er trainiert. So, jetzt sind wir bei 9, wenn ich mich nicht recht entsinne. 9 Runden noch. Ja, wenn man schnell spielen will, dann geht es doch. Ja, super, 2 Boost. Matt. Mit Hideo als Hintergrundbild. Ich könnte mir auch mal einen neuen suchen, wobei ich das Edge-Bild einfach echt genial finde. Diva Charisma, machen wir auch Boost. Komm, unentschieden. Einzelkraft Härte. Er hat einen Rock. Sehr nett, aber auch Rock kann nichts gegen mein Ultra Selten Pro. Einzelcharisma, da darf noch mal John Cena. Dean Ambrose hat er auch, aber Einzelcharisma gewinnen wir auch. Das war's. Schick, schick. Dann heißt es, sind wir bei 8. Bei 8. Komm, lass uns wenigstens noch mal was Gutes ziehen. Eine besonders seltene haben wir schon. Ich würde gerne mal eine ultra seltene ziehen. Swiss King 74, 75. Was erwartet uns? Video ist schon lang. Aber okay. So, pardon. Diva Härte Charisma. Ah, da hat er eine einzelne Page. Er wird wahrscheinlich genau dasselbe machen wie ich gerade. Veredeln. Tag Team Härte. Dürfen die zwei ran. Sie connecten. Im Endeffekt beide. Hat er jetzt durch den Dings-Modus, den täglichen Einlog-Modus bekommen als Pro und hier oh, nochmal ein Tag Team, okay. Oh, guck mal, legendären Jack Swagger hat er dabei. Ja, ist halt nicht cool, dass er den so aufgelevelt hat. Das zieht halt sein Deck runter. Okay. Ich hoffe ja auch, dass wir bald erstmal episch sind und uns dann ruckzuck nach oben arbeiten. Wenn ich es schaffen würde, episch zu werden, könnte ich ja bei der Ring Domination die Legendäre zu holen. Darum wäre das echt cool. Aber ich denke nicht, dass ich es vor der Ring Domination schaffe, aber vielleicht schaffe ich es ja in der Ring Domination und spätestens bei der nächsten RTG sollte ich es schaffen. Ich muss dann einfach mal mein Deck aber auch angucken, wie viel habe ich so viele gute Karten, dass wir da so hochkommen. So, Tag Team Härte dürfen wieder die 2. Die connecten nicht, wir aber. Das heißt, wir sind besser. Trotz seinem ultra seltenen Dolph Ziggler Pro. Härte, ja gut, da hätte ich den Boost mir sparen können, aber ich hatte ihn schon angeklickt. Und dann Einzelhärte nochmal John Cena hinterher, Jimmy Uso Pro. Bestimmt kommen, bevor wir
Dran, ich habe wieder nicht mitgezählt. Ich würde jetzt schätzen, wir sind bei 7. Bestimmt kommt jetzt aber noch Karten voll. The Great war das hier. 15 Minuten. Nicht immer warten aufs Netzwerk. Kostet doch unsere Zeit. Zweimal schon wieder, ey. Noch 6 Spiele. Tja, hier mag ich eigentlich auch gegen keinen spielen, aber was soll's? 8. Tag Team Härtekraft. Die connecten gut, aber okay, sein Steve Austin ist halt deutlich besser wie und hat sich aufgepumpt, heißt die Runde verlieren wir. Dann Diva Tempo. Da gewinnen wir. Cameron. Und jetzt nochmal. No, Kacke. Tja, Nikki hätte andersrum gespielt, hätte sogar beide Diven-Matches gewonnen. Aber er hat ja nur den einen Sieg gebraucht. Also schade, das heißt noch 5 Matches. Bis zur ultra seltenen Belohnung. Und also hier können wir tatsächlich mal reingucken, veredeln. Also er hat schon Härte bekommen, noch nee, das hier hat er auch schon bekommen. Wir brauchen noch ein paar mehr Spiele. 30 Stufen ist aber auch schon heftig, was so eine epische Karte holen kann. Ja, komm, spielen wir gegen Luis. Gucken, was uns erwartet. Hier grinst aber auch ein bisschen doof. Diva, Härte, Tag Team. Da werde. Oh, eine schlecht gebrote Eva Marie. Gelb unten Karten sind so wichtig, wertvoll. Aber durch sein Connect. Er hat ja. Habe ich keine Chance. Aber mein Diva trainiert. Einzelhärte. Okay. Rick Wood. Jetzt wäre Tag Team schön, Einzel, Kraft, Tempo, da ist Rihanna, da kann ich natürlich nichts gegen machen, schick, schick. Aber auch die Karte ist viel zu gut für sein Deck, also die hebt einen Durchschnitt, aber er hat ja gewonnen, also hat er alles richtig gemacht. Noch 4 Runden, bis zur ultra seltenen 2000er Pro Diva, ich verliere voll viel. Na gut, aber ich weiß ja, dass das Deck hier nicht so prickelt ist. Wir können auch nochmal hier reingucken. Hier brauche ich auch noch so viele Matches. Naja. Deine mit Dynamite Jordan. 4 Runden. Na hopp, komm schon, Spiel, zack, zack, zack. Diva, Kraft, Tempo. Niki, da gewinnen wir. Und Einzel Charisma. Oh nein! Meine Fresse, ey. Warum muss er sich aufpumpen? Und nochmal Diva hinterher. Ach, das ist echt kacke. Die, eigentlich muss die raus. Vielleicht kann ich die woanders irgendwann mal aufleveln. Wobei es wäre halt dringend, weil ich sie für mein Deck bräuchte. Ich will sie jetzt nicht so halbfertig ins Deck reintun. Rosa Mendes, noch 3 Runden. Undertaker, das sind wieder Gegner, die ich eigentlich gar nicht haben will. Aber die 3 Spiele sind jetzt egal, ob wir gewinnen oder verlieren, sondern, nämlich wir wollen eigentlich eine ultra seltene Pro-Diva. Und mir wäre sogar egal, welche. Die in Empress Ultra Selten Pro. Und Einzelkraft. Oh, da kann John Cena ran, gibt ein Unentschieden. Hätte ich nur geboostet, ich hatte kurz dran gedacht. Diva Kraft. Ah, ja, gut. Gut, gut. Wir haben aufgepumpt, das heißt Sieg 3-1. Wegen dem Unentschieden von John Cena. Oh, wir knacken gleich die 20. Minute. Und es sind, glaube ich, noch 2 Runden, die wir machen müssen.
Hier kriegen wir aber dann in zwei Runden auch die. Ja, hast du noch fünf Karten? Also ich hoffe mal, dass wir hier die Belohnung kriegen. Derry. 98. Na hopp, hopp, hopp. Die ultra seltene Diva. Boah, es wäre geil, wenn ich da vom Board Belohnung auch eine ultra seltene kriegen würde. Tag Team Tempo, dürfen die zwei ran. Er hat auch zwei epische, die auch connecten. Das heißt, wir werden da, denke ich. Nein, wir gewinnen. Nein, wir verlieren. Er hat auch komplett Einzel Tempo Charisma. Da muss jetzt schon Cena und er macht es gegen Bray Wyatt. Ich bin auch wirklich gespannt, was für Karten es dann halt bei der Ring Domination geben wird. Gerade die ultra seltene und die epische. So. Drei Karten auf dem Board. Und das ist doch die letzte Runde, oder? 99. Wir suchen uns mal einen Gegner, gegen den ich spielen will, wenn wir schon so eine lange Folge machen. Wie hieß er? Jim Bond 99? Nee, wie? Jim Bond. Ah, Bond 76. Manche Leute haben Namen. Ey, nein, ich wollte eigentlich. Ah, blöd. Dann verlieren wir die Runde, würde ich jetzt. Na, jetzt haben wir noch eine Chance. Ich weiß nicht, was dran kam. Okay. Einzeltempo. Ah, das können wir sogar noch. Ja, sehr schön. Jetzt wäre halt cool, wenn wir von den. Jetzt kriegen wir erstmal die Belohnung. Hopp, Page, 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 Page. Naomi. Hatten wir nicht eben Naomi schon gezogen? Und zwei Karten. Rusev. Meine Karten. Doch, Naomi. Wie geil ist das denn? Ultra seltene Pro. Tja, dann fliegt. Ah, ey, ich könnte es damit tatsächlich schaffen, auf episch zu kommen. Ah, die neue, die Filterung ist so kacke, ey. So, Naomi. Naomi. Ja klar, da rutsche ich jetzt erstmal runter, bis ich sie auftrainiert habe. Ist sehr schick. Richtig cool. Eine ultra seltene Pro Diva. Die wird mein Deck weiterbringen. Und natürlich habe ich ja auch noch eine blaue Ecke selten halt. Aber bringt uns weiter. Sehr cool. Tja, wir sehen uns heute Abend im Stream. Ich drücke euch die Daumen bei Ring Domination und ich werde dann auch morgen Abend, Wochenende richtig einsteigen, dass wir alles kriegen, was wir wollen. Und darum sage ich danke, Leute, macht's gut, viel Spaß.